Ja, ich kann ja vielleicht, indem ich hier mich so ein bisschen vorlehne, schon mal sagen, ich weiß nicht, ob jemand den ersten Teil gesehen hat. Ich bin noch nicht weit gekommen, weil ich so ein Schisshase bin. Dieses komische fette Viech, was ihr da gerade gesehen habt, das hat mich verfolgt. Und jetzt liege ich wieder in diesem einen Raum mit der Standuhr unterm Bett. Und da fangen wir jetzt Soll ich von weiter vorne an. anfangen oder so? Spiel einfach weiter. Und die Videos, die wir jetzt machen, die lade ich natürlich wieder auf YouTube hoch, wenn es funktioniert. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, ob man mitten im Spiel nochmal in die Option kann. Keine Ahnung. Die Suite im Schloss. Und heute Produktplatzierung. Unecht. River Cola Mix. Ich möchte gerne unechtes Fanta. Also, ist sie schon wieder alle? Nee. Hier ist er noch stehen. Genau. Wir waren im Aldi. Er glaubt, jetzt ist es gut. Dann glauben wir das auch mal. Wo bin ich? Ich war im Auto mit meinen Eltern. Und ich. Es ist nicht gut. Alles so verschwunden. Ist sicher normal. Ich muss hier weg. Aber wohin? Mich mal verstecken kurz. Alles ist so ruhig. Er hat wieder Probleme mit seinem Internet und kann es nicht gucken. Kauft dir neues Internet. Es ist gerade so ruhig in dem Spiel. Ach, was soll's. Wir haben den Toten getötet. Ich habe Angst, dass ich aus Versehen das mache und eine Tür auftrete. Jo, danke für den schönen Abend. Wir haben viel Spaß und dir auch viel Spaß bei was auch immer. Ah, jetzt ist er weg, weil jetzt ist die Musik wieder da. Jetzt ist die Pilitas weg. Ja, so heißt dieser fette Klops, der Ach uns so. verfolgt, der heißt Debilitas. Ist ein kleines Baby, großer Körper. Echt mal, bei dir sei jetzt weg und du kannst schön das Ding da ohne ihn wegschieben. So, ey. Ja, ich bin heute Boah. zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen. Ja. Ich habe beim Abheben als Einzige geschrien. Die müssen dich da alle komisch angeguckt haben. Die eine, was neben mir saß, überhaupt. Die dachte sich so, oh mein Gott, was geht mit der ab? Schon wieder so ein Raum mit einem Kronleuchter auf dem Boden. Also, das ist eine Plattenpresse. Ich kenne das Spiel eigentlich in- und auswendig. Der große Golem, den du vorhin gesehen hast, ist eine IMF-Statue und du brauchst eine Platte mit Meth drin. Was mit Mess? Nein, mit Meth drauf, meine ich. Damit du den wegbewegen kannst. Oder IMF. Eine von den beiden Platten. Aber ich glaube, die IMF. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe es vergessen. Eine von den beiden Platten sorgt dafür, dass der Golem zerbröselt und dann bekommst du ein gutes Item. Das weiß man wahrscheinlich nur, wenn man ein Lösungsbuch hat. Das ich auch noch irgendwo Und oben jetzt. habe. Delta Wasser. Soldatio. Das ist ziemlich hilfreich ab und zu mal, wenn du Soldatio verwendest. Willst du sehen? Kann so gut tanzen. Da kannst du deinen Status wiederherstellen.
der Fette jetzt mal davon nicht aufgewacht ist. Ah, ich habe sogar die richtige Platte genommen. Auf jeden Fall bin ich zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen. Kurzzeitig habe ich gedacht, beim Landeanflug, jetzt muss ich sterben. Ein Halsreif aus langem Streifen haltbaren Obsidians vermindert das Ethoff-Aroma. Ausrüsten. Obsidian. Wie bei Minecraft. Dän, dän, dän. Aber was hätte ich denn jetzt gemacht ohne Lösungsbuch, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich da Mess eingeben muss? Ich habe vorhin eine Notiz gefunden, glaube ich. Ich glaube, da stand es drauf, dass die Figur MF heißt und das soll ein Hint sein. Das da war das. Genau. Aha. Da hättest du nur das gewusst, dass du das eingeben musst. Ich bin. Das ist ein Spiel, das macht mich immer wieder nervös. Auch wenn ich es schon so oft gespielt habe. Oh Gott, so viele Türen. Musik. Ein Schlüssel, aber ich gehe erstmal weg. Ich will das hier mitnehmen. Diese Titten, ey. Ja, ne? Boing, boing. Ah, Fiona. I see you finally awakened. There's something that I've wanted to show you for quite some time. Pull away that sheet behind you. Die stehen auch so komisch weg. So richtige Dreiecke oder so. Pass auf, wenn du mich angreifst. Ich mach Lara Croft Konkurrenz. That, my dear. Es sind echt zwei Zuschauer, ne? Ich würde gerne wissen, wer es ist. Wie schön, dass ich das in Zeit der Show gerade sehe. Oh, jetzt ist einer schon gegangen. Das war ein zu tief, das Niveau. Zu geballte Frauen. Das Kleid, das Fiona überhaupt trägt, das ist auch so kurz. Es ist so... Oh mein Gott. Wie gesagt, bei so einer Kürze von so einem Rock oder Kleid würde man bei mir schon den Arsch sehen. Ich will jetzt gar nichts drauf sagen, wie es bei mir aussieht. Ja. Ding, 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 ding. Hier kommt der Eiermann. Kommt endlich der Hund? Nein, jetzt kommt der Eiermann. Im Spiel und wenn du sie berührst, dann macht das ein Geräusch und dann findet dich dein Verfolger. Oh nee, oder? Deswegen ist es bei denen sehr hilfreich, wenn du in einen anderen Raum gehst. Lumineszanten. Das sind winzige Kreaturen, die von Panik. Die Tür zu schließen. Deswegen solltest du in einen anderen Raum gehen und die Tür schließen. Die habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ach, ist schon offen. Tritt die Tür ein. Gott sei Dank geht die so auf. Der hätte mich jetzt gefunden, wenn ich da so, weißt du? Speichern ist immer gut. Ich
Ich überschreibe einfach mal. Ich bin blöd. Da brauche ich eine Platte dann. Da brauche ich eine Restplatte. Habe ich schon mal erzählt, dass ich heute zum ersten Mal im Flugzeug bin? Ich kam nämlich von Wien nach Wuppertal. Okay, Wuppertal hat keinen Flughafen, aber Düsseldorf. Ich war schon um 4 Uhr wach. Genau, das wollte ich. Und hier ist endlich die Karte, die wir so sehnsüchtigst brauchen. Da musst du hier benutzen und dann hast du hier die Karte. Dass der Fette schon lange nicht mehr aufgetaucht ist. Das ist eigentlich auch so getriggert, dass der eigentlich sollte der nur einmal auftauchen, das ist am Anfang. Oh. Weil er jetzt auftaucht. Oh. Ich weiß nicht, ob der vibriert oder nicht. Sie ist wundervoll. Ich möchte. Das denke ich mir jedes Mal, Alter. Geh weg! Geh weg! Du musst ja stinken aus deinem Mund. Oder sie hätte ihn einfach knutschen müssen. Vielleicht wäre er dann geschockt gewesen. Das Mädchen. Das ist auch toll, dass sie in dem Spiel auch zeigen, wenn du was ausrüstest. Das Armband, ne? So. Ah, das Halsband, das Armband. Der hat voll die riesen Zähne. Und der braucht Zahnersatz. Ja, bei dem Job, was der macht, ist der nicht drin in der Versicherung. Arge Leute kriegen Zahnersatz umsonst. Also für jeden, der mal arbeitslos ist, macht euch Zähne, wenn ihr scheiß Zähne habt. I am Ricardo, keeper of the castle. Your parents. As Master Ugo and Mistress Ayla are both deceased,
You, Miss Fiona, are the sole surviving heir of Belly Castle. Die sieht da so anders aus. Ja, ne? Als hätte sie so ein viel schmaleres Gesicht. You've had a long day. Please, rest upstairs. Your bed has been... Einfach mal in Ohnmacht fallen, während da irgendein Fremder mit ihr quatscht, bevor sie Angst hat. Ich frage mich, ob dem Typen kalt ist. Auf die Zehen. Denn Jesus lacht schon. Der Typ ist so oder so ekelhaft. Da wollten sie ein bisschen Special Effekt einführen. Von allen Kameraseiten. Nein, nein! Das ist gut zum Speichern. Wie geschickt sie ihre Beine wieder bewegt hat, damit wir ja nicht unter ihrem Rock sehen können. Ja, ne? Ah, jetzt ist der runter. Ich mag die Musik von Huey. Vielleicht ist alles nur ein Traum oder ich stehe unter Schock oder so. Das muss es sein. Es muss so sein. Hast du auch diesen Übersetzungsfehler am Anfang gelesen? Ja. Oh nein, what soll ich tun? Ja, genau. Und ich nur so, okay. Warst du da hin? Da war, glaube ich, zu oder nur Licht zu sehen. Und am Anfang konnte ich noch nicht treffen, deswegen sind die noch nicht kaputt. Die einfach mal gleichzeitig kaputt gegangen. Das muss so sein. Die eine ist durch die andere kaputt gegangen. Du verstehst es nicht, das ist ein heiliger Schuh. Der Schuh, sie zu knechten. Am heutigen Abend gehen wir noch total locker vor mit hier Cola Mix und Fanta. Und echt. Von Aldi. Unverzeihbar. Ein Draht ist an ich kann nicht mal meinen eigenen Untertitel lesen. Der Draht ist ein Draht ist an das Fett. Ah, mit das Fett. Okay. Es trägt tief in den Hals des Hundes ein. Oh, jetzt ist er doch schon fast tot. Gummi, don't get caught this time. So ein weißer Schäferhund wäre schon was Tolles, nur habe ich gehört, die sind voll dickköpfig. Nee. Komm. Okay. Also ich werde öfters auch, wenn ich weglaufe und mit Huey spiele, spiele ich meistens so, dass ich den Controller ganz nah hier habe und dann mit dem Kinn betätige ich den Stick immer, damit ich Huey schreien kann und währenddessen trotzdem schnell laufen kann. Armer Köter! Du siehst verletzt aus. Ich hoffe, es wird dir wieder gut gehen. Zu laufen, wenn jemand hinter uns her ist. Armer Köter! Ich bin ja so tierfreundlich. Ja, da ist auch eine Vase. Ja, bei diesen komischen Hühnerstellen war auch noch was. Ja, das war die Kamille.
Magnesium? Ich finde ja die Outfits richtig geil, die man dann freischalten kann, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Mhm. Dann läuft sie im Bikini durchs Schloss? Nee, im Domino-Outfit mit der Peitsche. Nee. Doch. Krass. Oder das Cowgirl. Mit nur einem BH oben drum. Oder als Frosch. Das Domino-Outfit ist das Beste. Ich sag ja, die Japaner. Dass die den Vorhang nicht bemerkt hat. Ich kann auch die Sprache. Lola! Jetzt bemerkt er, man kann der um die gucken. Jetzt! Ich will da rein! Ich will da rein ins Loch! Lass mich gucken! Lass mich dein Frauenarzt sein! Ja, aber die steht auch nicht auf, und dass sie wegläuft, ne? Ja. Das verstehe ich nicht. Ich wäre so aufgestanden, hätte mir ins Gesicht getreten und wäre weggelaufen. Da stand irgendwas mit Drücken hoch oder so? Ja. Der rechte Stick hoch ist angreifen. Ach so, für den Hund. Runter ist... Er soll dir folgen. Rechts ist anfeuern, links ist ausschimpfen. Ich habe gerade eine Katze gehört. Stimmt wieder, Kira. Oder? Ne, Silvio poppt vielleicht die Decke gerade. Oh ja, diese Decke. Oh. Analogstick auf im normalen Modus durchsuche die Umgebung, im Schlachtmodus greife an, beim Beißen eines Feindes nach oben drücken, um Huey anzusporen. Runter rufe Huey zu dir. Ach, nach oben drücken. Noch Call of Duty drin. Ich Honky Tonk. Kann man das noch ändern? Runter nach unten drücken, bla bla bla. Links ist Schelten und rechts. Rechts ist Loben. Drücke die R3-Taste, um Huey im normalen Modus zu sagen, dass er Sitz machen soll, und im Kampfmodus das erwarten soll, damit die Kampfkraft steigt. Cool, dass keiner zuguckt. Call of Duty will auch keiner sehen. Ich stoppe mal eben den Stream und